Das Votum der Belegschaft war eigentlich eindeutig. Dennoch kam gestern die überraschende Meldung, der österreichische Investor Siegfried Wolf wird das MAN-Werk in Steyr übernehmen. Anfang April hatte sich die Mehrheit der MAN-Mitarbeiterinnen in Steyr gegen eine Übernahme ausgesprochen. Nun wurde das Angebot nachgebessert und eine Einigung erzielt. Zwar müssen nach wie vor Gehaltskürzungen hingenommen werden, statt der 1250 werden jetzt aber 1400 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Jene 500 Mitarbeiterinnen, deren Stelle gestrichen worden ist, bekommen nun eine Prämie nach deutschem Vorbild. Die Details zu dieser Vereinbarung und Reaktionen darauf hat Katja Winkler. Das Zittern in Steyr hat ein Ende. Auch für die Belegschaft kommt die Nachricht überraschend. Eigentlich hatte sich im April eine breite Mehrheit gegen das erste Angebot von Investor Siegfried Wolf ausgesprochen. Die Stimmung ist heute geteilt. Wir waren immer guter Hoffnung, dass es da weitergeht in Steyr. Bin ich froh? Ich verdiene ja nicht schlecht Geld und von heute auf morgen nehmen wir uns da was weg. Mich freut es für die jungen Leute, dass wieder Arbeit da ist. Und auch generell für Steyr und Umgebung. Ja, aber wie es jetzt mit mir weitergeht oder nicht, weiß ich nicht. Denn fest steht, obwohl Siegfried Wolf sein Angebot nachgebessert hat, will er Arbeitsplätze abbauen. Von den derzeit rund 1.900 Beschäftigten können 1.250 bleiben. Weitere 150 werden über eine Forschungsgesellschaft beschäftigt. Die Löhne und Gehälter um 15% gekürzt. Für jene, die ihren Job verlieren, gäbe es Angebote, sagt Wolf heute. Es gibt Altersteilzeit, es gibt Qualifizierungsmaßnahmen, es gibt auch überbordend gute ausgestattete Sozialpläne. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir gemeinsam reden müssen. Es wird kein Diktat geben, das muss jeder oder hat so geschehen, sondern ich setze auf Dialog. Für die Gewerkschaft ist das letzte Wort bei den Kündigungen noch nicht gesprochen. Denn mit dem Kauf des Werks übernehme Wolf auch alle bestehenden Verträge und die gelten bis 2030. Ich gehe davon aus, dass Siegfried Wolf genügend Arbeit hat, dass wir die Frage von Kündigungen gar nicht diskutieren müssen. Und wenn nicht? Ja, wenn nicht, dann müssen wir das diskutieren und dann ist natürlich der Standortsicherungsvertrag aufrecht. Die Übernahme durch Wolf sei jedenfalls eine gute Nachricht für den heimischen Wirtschaftsstandort, sagt heute der Bundeskanzler am Rande eines Besuchs in Oberösterreich. Bei MAN geht es ja nicht nur um die Arbeitsplätze direkt im Unternehmen selbst, sondern es gibt viele Zulieferbetriebe, viele Partnerbetriebe, für die MAN ganz, ganz wesentlich ist. Im Werk in Steyr sollen auch unter Wolf kleinere und mittlere Lkw von den Bändern rollen. Über den Kaufpreis wurde übrigens Stillschweigen vereinbart.